Kribbel GmbH stellt Messtechnik her für die Entwicklung und für die Produktionsendkontrolle von Lautsprechern und Lautsprechersystemen. Und meine Aufgabe ist im Prinzip die Entwicklung von Messmodulen für das Messsystem, für die Produktionsendkontrolle und den Service bei Kunden und Support und Pflege von Kunden. Im Prinzip war das immer ein bisschen meine Interessenlage. So, und die Schiene jetzt mit Lautsprechern und mit der Akustik ist einfach dadurch noch gekommen, weil ich sehr gerne Musik mache und Musik höre, und das hat halt dann gut gepasst. Ich habe den Diplomstudiengang Kommunikationstechnik studiert und bin während des Praxissemesters, habe ich mich hier beworben und habe hier mein Praxissemester absolviert, und danach habe ich noch einen Master in Elektrotechnik studiert. Ich beschäftige mich viel mit der Entwicklung. Das heißt, ich habe sowohl in der Hardware zu tun, als auch mit der Programmierung der einzelnen Sendeknoten. Besonders gefallen tut mir, das ist auch ein Grund der Ausgründung, die freie Einteilung. Das heißt, der eigene Chef sein heißt, man kann viel selbst mitentscheiden, man kann die Entwicklungen leiten und in bestimmte Richtungen lenken. Ich habe Kommunikationstechnik an der HTW Dresden studiert. Nach meinem Studium habe ich erstmal am Lehrstuhl der Hochschule gearbeitet, und zusammen mit zwei Arbeitskollegen haben wir uns entschlossen, ein Startup zu gründen, eine Ausgründung aus der Hochschule. Hauptsächlich bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig in einem Projekt mit Elektromobilitätshintergrund. Das heißt, ich beschäftige mich mit Antriebskonzepten, Batterietechnologien. Am meisten Spaß macht mir, dass man immer mit neuen Leuten zu tun hat, dass man auch wirklich direkt immer an den aktuellen Geschehen ist, gerade im Bereich der Elektromobilität. Da passiert ja sehr viel in der letzten Zeit, und man kann an dieser Arbeitsstelle wirklich ganz vorne mitarbeiten. Man hat immer die neuesten Ideen, man kommt mit ganz tollen Leuten zusammen. Mit Elektrotechnik, wie gesagt, hat man viele Wege offen. Man kann jetzt in die Kommunikationstechnik gehen, das heißt, man kann jetzt sich mit Handys beschäftigen, man kann sich mit Internet beschäftigen, man kann aber auch ganz groß in die Kraftwerkstechnik reingehen, man kann riesen Kraftwerke aufbauen, man kann in die Mobilität reingehen. Also man muss sich mit der Elektrotechnik nicht gleich am Anfang festlegen, was will ich am Ende meines Lebens machen, sondern man kann sich auch mittendrin nochmal umentscheiden.